Ja, das ist ein Getränk, was ich in meiner Postdoc-Zeit in den USA in einem Supermarkt gesehen hatte. Und ich fand das zunächst mal etwas abstoßend, dass diese Gelpartikel darin rumschwimmen hier. Aber was mich fasziniert hat, dass die nicht zu Boden fallen, dass die tatsächlich hier stabil in diesem Getränk vorliegen. Durch Schütteln bewegen sie sich, aber sie sinken nicht mal zu Boden. Und man sieht bei vielen anderen Getränken, dass man sehr schnell einen Bodensatz von irgendwas hat und man ordentlich aufschütteln muss. Das ist aber bei diesem Getränk nicht der Fall. Ich bin da immer rumgeschlichen und dachte, naja, trinken möchte ich das nicht, aber ich nehme mir mal das mit. Und es symbolisiert doch auch so ein bisschen die Forschung, die wir machen, diese stabilen Kolloide, die man hier sehen kann. Die sind hier viel größer als in unserem Falle, aber hier ist es offensichtlich gelungen, stabile Kolloide sichtbar hinzubekommen. Wir haben da viele Spekulationen betrieben. Wir haben da tatsächlich Gruppenseminare bestritten und uns überlegt, warum das tatsächlich so sein kann. Zunächst mal denke ich, dass es sich um Gelpartikel handelt, das heißt aufgequollene Gele, und das ganze Getränk wird nicht zuckerfrei sein. Die hohe Zuckerkonzentration führt zu einer höheren Dichte, und diese Dichte wird so eingestellt sein, dass die Gelpartikel genau darin schwimmen können dann. Was man wieder ausnutzen kann, dann auch, um Zentrifugationsexperimente durchzuführen. Da haben wir nämlich wirklich die Idee der hohen Zuckerkonzentration ausgenutzt, um tatsächlich einen Zuckergradienten einzustellen und dann die Partikel so lange in diesem Zuckergradienten sich verteilen zu lassen über ein Zentrifugationsexperiment, bis sie genau ihre Wohlfühldichte gefunden hatten. Das heißt, genau diese Dichte hier, wo sich die Partikel wohlfühlen. Also Anschauungsobjekte helfen immer, sich zu überlegen, woran kann das liegen, welche Idee können wir hier übernehmen. Und das ist einfach auch, was mich so fasziniert, nicht? Wenn man dann tatsächlich auch in den Supermarkt geht oder in den Baumarkt geht und sagt, wieso ist das eigentlich so? Und wenn man gerade dann auch zum Beispiel beim Kochen, sind ja auch ganz viele Fragestellungen, wissenschaftlicher Fragestellungen, dass man sich überlegt, warum macht man eigentlich etwas in der Reihenfolge und nicht in der? Ja, weil es im Kochbuch drin steht. Aber das kann ja nicht der einzige Hintergrund und die einzige Motivation sein. Und insofern reizt mich sowas immer rauszufinden dann auch. Es ist tatsächlich so, dass ich mir nach der Promotion überlegt hatte, dass ich wirklich gerne in der Wissenschaft bleiben möchte und mich habilitieren möchte. Man hat natürlich nur ein grobes Gefühl, was man später machen will. Ich habe mir nicht lange überlegt, ja, ich muss jetzt genau zu dem gehen, weil ich dann den besten Nutzen habe, sondern ich hatte mir überlegt, dass ich gerne in der Schiene Kolloidchemie ja, bleiben möchte. Ich hatte es allerdings, bleiben ist etwas weit gefasst, weil vorher hatte ich mich mit Festkörper-NMR beschäftigt, an allerdings Kolloidpartikeln. Das heißt, ich hatte eine physikochemische Methode genutzt, um damit Charakterisierungen zu machen. Und das hatte mich sehr fasziniert. Und ich wollte dann sagen, okay, ich muss jetzt aber noch mehr in die Herstellung dieser Partikel rein, und hatte mir dann einfach eine Gruppe zunächst mal ausgesucht, die mich besonders faszinierte. Und deshalb bin ich damals zu Herrn El-Assar nach Bethlehem, Pennsylvania gegangen, einfach weil ich ihn von Konferenzen als sehr motivierende Persönlichkeit kennengelernt hatte. Und das ist einfach ganz wichtig in der Wissenschaft, dass man in einem Team gut zusammenarbeiten kann. Und dass man auch mit dem Chef ein gutes Verhältnis durchaus hat. In den USA bin ich dann das erste Mal mit den Mini-Emulsionen überhaupt in diesen Kontakt, mit diesen stabilen Emulsionen in Kontakt gekommen und da eben immer wieder gefragt, woran liegt denn das? Hatte dann überlegt, wohin gehe ich denn danach, damit ich das Thema wirklich auch weiter verfolgen kann.
es war ein Glück, dass ich damals zu Marcus Antonietti gekommen bin, weil er mich einfach perfekt gefördert hat und einfach alles wissenschaftlich aus mir rausgeholt hat, was auch in mir schlummerte. Das ist einfach, man braucht einfach Mentoren, die einen unterstützen und die einen auch immer weiterbringen und vielleicht auch bis an den Rand manchmal bringen, dessen, was man leisten kann. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, wenn man wirklich dann in die Selbstständigkeit immer weitergeht, dass man einfach auch mal erfahren kann, wie man sonst noch wissenschaftliche Fragestellungen angehen kann. Und da war Antonietti einfach für mich unglaublich wichtig, dass wir da das Ungewöhnliche immer gedacht haben und immer alles komplett auf den Kopf gestellt haben. Unkonventionell herangegangen sind an die Sachen. Das muss man einfach einmal erlebt haben, damit man sehen kann, wie unkonventionell man Forschung eigentlich betreiben kann. Also erstmal alles in Zweifel ziehen und trotzdem die Sicherheit zu haben, man kommt da schon weiter. Ja, man traut sich natürlich auch häufig nicht, weil man muss relativ schnell immer, denkt immer, man muss erfolgreich sein, man muss in sehr guten Journalen publizieren. Ja, das ist sicherlich irgendwann wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste, sondern man muss erstmal sehen, wie kann man eigentlich Fragestellungen wirklich stellen. Und so eine Wissenschaft ist einfach eine sehr faszinierende Wissenschaft, die man dann aufbauen kann. Und da war einfach für mich Antonietti damals die beste Person, der auch am Anfang mir gesagt hat, also ich fördere dich, dass wir das zusammen hinkriegen. Und im Prinzip war es immer egal, ob ich eine Frau, das habe ich auch nie gespürt, nicht? Also ob ich eine Frau oder ein Mann war. Das war auch für mich sehr angenehm, einfach als Wissenschaftlerin akzeptiert worden zu sein und dass einer Wissenschaftlerin, der alles zugetraut wurde. Ja, und nicht so, ja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause und mach das und das. Nein, ich wollte einfach immer als Wissenschaftlerin ernst genommen werden. Natürlich gibt es immer mal wieder Kommentare, mit denen man klarkommen muss. Habe ich einfach gelernt, die zu überhören. Ich glaube, das ist einfach auch dann Überlebensprinzip. Man braucht aber, das ist schon richtig, man braucht immer wieder dann auch die Ermutigung oder die Bestätigung von Leuten, die dann rückhaltslos hinter einem stehen. Und neben Antonietti waren das eben ganz wesentlich auch meine Eltern, die immer wieder gesagt haben, das kannst du als Frau, das ist kein Problem. Ja, also das, auch die Kombination von Familie und Beruf, das funktioniert auch. Ja? Weil man ja doch immer mal zwischendurch Zweifel hat, geht das denn alles zusammen oder nicht? Aber man muss es einfach dann wollen. Ich wollte nie, dass ich mich männlich verhalte, sondern auch tatsächlich ganz natürlich, Frauen handeln anders, würde ich auch immer sagen. Trotzdem möchte man immer ernst genommen werden. Das heißt, man muss auch sich so verhalten, dass man ernst genommen werden kann. Und wenn jemand dann sagt, naja, ich helfe dir, weil du eine Frau bist, das habe ich immer grundsätzlich abgelehnt. Man muss aber die Dinge einfordern, indem man sie einfach auch vorlebt. Schönes Beispiel mit meinen Kindern. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten, also bis auf ein paar Tage durch die Geburt, das lässt sich nicht ganz verhindern, habe dann aber mich relativ schnell entschlossen, die Kinder jeweils immer komplett mitzunehmen. Und das habe ich auch von meiner Umwelt einfach verlangt, dass sie das akzeptieren. Aber ich habe auch nicht groß nachgefragt oder es zum Problem gemacht. Das heißt, meine Kinder sind jeweils ein gutes Jahr immer mit mir zu allem mitgekommen. Und das klappt ganz wunderbar. Es ist sicherlich nicht gewöhnlich und ich habe keine Frau gesehen, die das so konsequent bisher gemacht hat. Es ist erstaunlich, auf welche Nachfragen man manchmal stößt. Zum Beispiel hat die DFG angefragt, ob ich eine Begutachtung als Gutachterin mitmachen könne. Und da habe ich gesagt, kann ich gerne machen, aber ich habe ein Kind von 3 Monaten. Da müssen sie sich dann irgendwie drum kümmern oder das muss irgendwie gelöst werden, das Problem. Da war die Dame zunächst am Telefon etwas verwundert und sagte, das hatten wir jetzt noch nie. Wir müssen das erstmal klären. Und nach 2 Stunden haben sie wieder angerufen und gesagt, also Frau Landfester, natürlich regeln wir das. Das ist gar kein Problem.
Es hatte nur noch nie jemand vorher gefragt. Und ich glaube, das ist einfach nicht dieses Einfordern, dass man einfach Selbstverständlichkeiten einfordert oder für mich Selbstverständlichkeiten einfordert und dann konsequent danach lebt. Für mich ist das ganz wichtig, auch das ist eine Strategie, dass ich sage, ich muss Beruf und Familie miteinander kombinieren, damit ich einfach selber frei atmen kann und überleben kann. Und deswegen müssen die Kinder nicht nur nach einem Jahr, sondern wenn sie heute krank sind, auch mitkommen und ganz normal dann integriert werden können. Oder wenn eine Besprechung nachmittags um 5 Uhr stattfindet, dann ist jede Kita zu und ich weigere mich einfach, noch mehr Kinderbetreuung zu organisieren und das zu delegieren. Ich bin ab 5 spätestens für die Kinder zuständig. Und dann müssen die Kinder mit zur Besprechung und da die Kekse aufessen. Also in Ulm habe ich 30 Leute geführt, hier 80 Leute. Das ist nicht so ganz einfach, dann die Fäden noch irgendwie von zu Hause ziehen zu können. Ich habe reduziert, also ich habe nicht mit den Kindern am Anfang voll dahin gekommen. Aber einfach die Präsenz zu zeigen, sich um die Gruppe zu kümmern, es müssen dann Einstellungsgeschichten gemacht werden, das kann ich ja nicht alles außer einfach mal aussetzen, nicht? Ja, man muss sich das trauen. Also vor der Geburt meines ersten Kindes dachte ich auch, na, wie mache ich das denn alles und besorge ich mir dann schnell eine Säuglingsschwester oder irgendwas, damit das Kind dann betreut wird, damit man relativ schnell wieder in den Beruf reinsteigen kann. Aber diese Entscheidung war eigentlich mit der Geburt des Kindes völlig obsolet geworden, oder es war ja keine Entscheidung, sondern die Überlegung war völlig obsolet geworden, weil ich dachte, na, das geht gar nicht. Also wie soll man das denn mit Stillen und alles Mögliche hinkriegen, wenn da immer jemand kommt und dann, also da kann man nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich hatte dann gedacht, na ja, ich probiere das mal, die Kinder wirklich mit oder das Kind mitzunehmen am Anfang. Und das klappte auch wunderbar. Nach 4 Wochen, auch das ein schönes Beispiel, weil es für mich sehr prägend war, hatte ich eine große Besprechung mit dem Präsidenten der Universität Ulm. Und naja, wenn man zum Präsidenten geht, ist man ja vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Und ganz offensichtlich hatte Carolina, mein Kind, zu wenig getrunken. Wir kamen also in das Büro vom Präsidenten rein und Carolina fing an zu brüllen. Und jetzt gab es im Prinzip nur 2 Möglichkeiten, die Besprechung aufzuhören oder sich genau in dem Moment zu überlegen und die Entscheidung zu treffen, ich still das Kind in der Öffentlichkeit. Und diese Entscheidung ist damals getroffen, der Präsident war etwas irritiert, hat mich aber sehr befreit. Also das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ne? Ich habe das an dem Punkt gesagt, wenn ich es jetzt mache, das überlegt man sich natürlich nicht genauso, aber es war klar, wenn man es dann macht, macht man es eigentlich immer. Ne? Aber auch sonst zu großen Vorträgen habe ich die Kinder immer mitgenommen. Weil ich konnte mir gar nicht so viel Mitreisende immer, wenn ich vor allem international gereist bin, konnte ich gar nicht irgendwie finanzieren und erlauben. Also habe ich mir irgendwann gedacht, naja, ich kann ja auch alleine reisen. Und wenn ich einen Vortrag vor 400 Leuten halte, ich meine, erstmal kam Blitzlichtgewitter, weil ich hatte die Kinder im Tuch vor meinem Bauch gebunden mit dabei. 400 Leute vor einem zu haben, dachte ich, naja, wenn das Kind anfängt zu schreien, sind ja 400 Leute da, irgendjemand wird sich das schon erbarmen, das Kind zu nehmen. Somit war ich völlig ruhig. Die Kinder waren ausnahmslos, immer ruhig. Ich konnte mich immer auf sie verlassen. Die Vorträge schienen so langweilig gewesen zu sein, die schliefen immer nach 5 Minuten ein. Einmal war noch einmal der Pointer interessant und wackelte damit, aber danach schliefen die Kinder immer völlig entspannt ein. Es ist natürlich angenehm, nicht? Die monotone Stimme dann der Mutter zu hören. Und passierte ja auch in der Zeit nichts. Und den Vortrag kannten sie ja nie. Nicht? Im Prinzip ist es wirklich der Mut, ungewöhnlich zu sein. Nicht? Auch ungewöhnliche Konzepte zu verwirklichen und alles als Selbstverständlichkeit anzunehmen.